In diesem Video geht es darum, wie man Mengen als Intervalle schreibt. Bevor wir starten, möchte ich euch erstmal von der Schreibweise sagen, dass hier wird ein geschlossenes Intervall bei mir werden. Also geschlossene eckige Klammern sind geschlossene Intervalle und offene eckige Klammern werden offene Intervalle. Es gibt auch Leute, die runde Klammern benutzen für diese offenen Intervalle. Ich nutze jetzt hier einfach der Einheitlichkeit halber eckige offene Klammern für offene Intervalle. Wie kriegen wir diese Menge jetzt zu einem Intervall zusammengefasst? Ihr könnt euch einen Zahlenstrahl denken, der nach rechts immer größer wird, und dann mal die Bereiche eintragen, die hier aufgeschrieben sind. Nehmen wir erstmal den ersten Bereich. Das x steht jetzt auf der rechten Seite von dieser Ungleichung hier gesehen. Deswegen müsst ihr es auch von rechts aus lesen. Also x ist größer gleich minus 1. Das Zeichen hier, wenn ihr es von links lest, also gewohnt seid ihr wahrscheinlich diese Schreibweise hier, dann heißt es, x ist kleiner gleich minus 1. Also ihr müsst immer gucken, auf welcher Seite euer x steht. Ne? Das hier ist eine ganz andere Aussage. Wenn ihr es von rechts lest, heißt es, x ist größer gleich minus 1. Und das tragen wir im Zahlenstrahl mal ein. Also x ist größer gleich minus 1. Das heißt, ab minus 1 darf alles mit drin sein. Und zwar die minus 1 selbst auch. Deswegen mache ich hier so eine geschlossene Klammer, dass die minus 1 wegen dem Gleich hier mit drin sein darf. Dann schauen wir uns mal mit der grünen Farbe die zweite Bedingung an. X muss echt kleiner sein als 3. Jetzt steht das x wieder auf der linken Seite von der Ungleichung hier, deswegen können wir das ganz normal lesen. X muss kleiner als 3 sein. Also wenn wir sagen, die 3 ist hier, unser x muss kleiner sein als das, also alles links davon, aber echt kleiner, also diese 3 an sich, die wird nicht mit drin sein. Und jetzt müssen einfach beide Bedingungen erfüllt sein, weil wir eben den Bereich dazwischen suchen. Und das ist eben der Bereich, der beide überdeckt, der rot und grün ist. Das ist der hier zwischendrin. Und den lesen wir jetzt einfach ab als unser Intervall. Wir haben es ja schon gut markiert. Die minus 1 darf mit drin sein, die 3 allerdings nicht. Also der Bereich, der grün und rot ist, ist hier gesucht. Und wenn ihr von Anfang an das so aufteilt und dann am Zahlenstrahl eintragt, man kommt sich da ein bisschen wie im Kindergarten vor, aber naja, gut, Minuszahlen kannte man da noch nicht so wirklich. Man hat halt eben echt die meiste Arbeit dann schon getan, wenn man das Intervall nur noch ablesen muss. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an und da gehen wir genauso vor. Wir haben eine Menge gegeben, die sagt, alle x-Werte sollen hier drin sein, die Folgendes erfüllen. X soll kleiner sein, kleiner gleich 5 sein und gleichzeitig, das hier, das Zeichen heißt einfach nur und. Könnt ihr auch und hinschreiben, aber mathematisch steht da immer so ein Dach. X soll gleichzeitig größer gleich 3 sein. Nehmen wir wieder unseren Zahlenstrahl. Die erste Bedingung heißt, x soll kleiner gleich 5 sein. Okay, ab der 5 abwärts darf alles mit drin sein und die 5 wegen dem kleiner gleich ist auch mit dabei. Die zweite Bedingung, x soll größer gleich 3 sein, also ab der 3 ist alles nach oben erlaubt. Wegen dem größer gleich darf die 3 mit drin sein. Und da beides erfüllt sein muss wegen dem und, ist es auch hier wieder der Bereich, für den eben beides gilt. Also der rot und grün schraffiert ist. Und jetzt müssen wir das Intervall einfach nur noch ablesen. Die 3 darf mit drin sein und die 5 diesmal eben auch. Also ist es das Intervall von 3 bis 5. Noch ein weiteres Beispiel dazu. Hier haben wir jetzt die Menge c, für die gilt, alle x sollen drin sein, sodass x größer gleich 9 ist. Okay, keine weitere Bedingung. Schauen wir uns dann mal das da an, was das heißt. Also ab der 9 aufwärts soll alles mit drin sein. Und die 9 wegen dem größer gleich
darf auch mit drin sein. Na gut, wenn eben keine andere Bedingung gegeben ist, dann sieht unser Intervall eben so aus. Wir haben eine untere Grenze, also ab der 9 bis, naja, es gibt keine Grenze, also bis unendlich darf alles mit drin sein. Und hier jetzt die kleine Besonderheit, unendlich existiert nicht wirklich als Zahl, deswegen sobald irgendwo ein unendlich als Grenze erscheint, hat man sofort eine offene Klammer. Also ihr werdet nie irgendwo sehen, dass ein unendlich mit in der Menge drin ist. Also einfach eine offene Klammer machen. Okay, ein Beispiel haben wir noch. Gucken wir uns das an, ob wir alles verstanden haben. Zahlenstrahl hinzeichnen und wir haben hier wieder ein Und. Das heißt, beide Bedingungen müssen erfüllt sein. Erste Bedingung, x muss echt größer sein als 1. Also ab der 1 darf alles mit drin sein, aber die 1 eben ausgeschlossen. Und die zweite Bedingung heißt, x muss größer sein, größer gleich sein als minus 2. Also die minus 2 liegt ja links davon. Soll größer sein als minus 2. Größer gleich, also die minus 2 darf mit dabei sein. Beide Bedingungen müssen erfüllt sein, also suchen wir den Bereich, der beides eben umschließt. Das ist hier ab der 1 der Bereich nach rechts. Also unser Intervall beginnt ab der 1, aber die 1 haben wir hier schon eingetragen, darf nicht mit drin sein. Und nach rechts gibt es dann gar keine Einschränkung mehr, also auch da geht es wieder bis unendlich und auch mit der offenen Klammer. So könnt ihr also immer vorgehen, wenn ihr Mengen in Intervalle umschreiben sollt, macht euch den Zahlenstrahl, markiert alles und guckt dann, setzt am Schluss nochmal alles zusammen, was davon dann wirklich gesucht ist.